Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Der politische Aschermittwoch war ja noch nie eine Veranstaltung, bei der mit Wattebäuschen geworfen wurde, sondern eher die Abteilung grober Klotz und harter Keil. Dampfen soll's im Festzelt. Aber im Rahmen demokratischer Spielregeln, zu denen natürlich gehört, dass jeder seine Spielwiese hat und Gewalt sowieso ein Tabu ist. Insofern ist das kein unerheblicher Vorgang, dass die Grünen heute ihren Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach absagen mussten. Die Polizei konnte nicht für ihre Sicherheit garantieren. Gewaltbereite Demonstranten auf Traktoren hatten den Zugang zur Stadthalle versperrt. Örtliche Bauernverbände haben sich davon distanziert. Eva Schiller berichtet. Was sich in Biberach zusammenbraut, kündigt sich am frühen Morgen an. Dieses Video zeigt, wie Bauern und Polizisten aneinander geraten, als Landwirte einen Misthaufen vor der Stadthalle abladen. Was dann passiert, ist eine neue Eskalationsstufe. Es fliegen Steine und Stöcke, als die Polizei dem grünen Landwirtschaftsminister Özdemir einen Weg zur Biberacher Stadthalle bahnen will. Die Scheibe seines Begleitfahrzeugs wird eingeschlagen, mehrere Beamte verletzt. Im grün regierten Baden-Württemberg sagen die Grünen ihren politischen Aschermittwoch ab, weil es hier für sie zu gefährlich ist. Özdemir betont cool, bemüht zu entschärfen. Die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und ich bitte wirklich alle, da sehr präzise zu sein. Das waren Einzelne, die sich da so benommen haben. Die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen. Es scheint ein wiederkehrendes Muster. Einige wenige radikale Landwirte kapern Demonstrationen, wenden sich häufig gegen grüne Politiker, unangemeldet und aggressiv. 5. Januar. Wütende Bauern hindern Robert Habeck am Verlassen seiner Urlaubsfähre, blockieren den Anleger. Seitdem kommt es immer wieder, wie hier in Hamburg, zu unangekündigten Störaktionen, Krawall statt Gespräche. Dieser Protest hat in Biberach eine neue Dimension erreicht, findet die Innenministerin. Also aus meiner Sicht müssen in der Demokratie immer demokratische Veranstaltungen auch stattfinden können. Deswegen ist hier eine rote Linie überschritten worden. Ich würde das jetzt nicht mit den Protesten der Landwirten verbinden, sondern man muss sich sehr genau angucken, wer war denn hier Verursacher. Das waren wir nicht. Bauernverbände distanzieren sich, haben aber gleichzeitig keine Idee, wie sie ihre radikalen Kollegen einfangen sollen. Wenn einzelne Berufskollegen dann so eskalieren, ist schade, tut unsere ganzen Bewegung nicht gut, weil unser Rückhalt in der Bevölkerung war bisher sehr groß. Und ich hoffe, dass auch die meisten Leute das so sehen, dass das Einzelfälle sind, wo wir alles dran setzen, das zu vermeiden, es aber einfach nicht zu 100% gelingt. An Gesprächen war der radikale Kern auch heute offenbar nicht interessiert. Die Grünen hatten mehrfach Dialog angeboten. Morgens schon hatte der Landwirtschaftsminister mit Bauern diskutiert. Eskaliert ist die Situation trotzdem. Anderswo fand der politische Aschermittwoch aber ungestört statt. Mit allem, was dazugehört bei dieser urbayerischen Tradition. Alexander Puhl hat für uns einen Gang durch die Festzelte gemacht. In einer Zeit, in der oft nur die Schrillen und Lauten wahrgenommen werden, will Markus Söder besonders schrill und besonders laut sein. Erst recht heute am politischen Aschermittwoch. Der CSU-Chef aufgeputscht vor tausenden Anhängern. Seine Kritik zielt vor allem auf eine Partei. Die Grünen machen so viel Mist. Eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Aufgeheizte Stimmung bei den Grünen in Landshut. Buhrufe von Bauern, die die Partei zum Teil eingeladen hatte. Parteichef Nuripur zeigt Verständnis für den Protest, verteidigt dann aber die Mitglieder der Ampelkoalition, vor allem Robert Habeck. Die Energiewende, der Ausbau der Erneuerbaren ist unumkehrbar. Und das ist eine Leistung, für die wird dieses Land Robert irgendwann mal ein Denkmal setzen. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte es vor allem auf Markus Söder und Friedrich Merz abgesehen. Merz hänge gefühlt noch in den 90er Jahren fest, so Klingbeil. Söder verstecke sich hinter der Ampel. Die Union habe keine eigenen Ideen.
Das kann nicht der Anspruch einer demokratischen Opposition in diesem Land sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die müssen aufhören, beleidigte Leberwurst zu sein. Die sollen Politik machen und keine Arbeitsverweigerung. Darum muss es doch gehen. Für den CDU-Chef aber scheint die Auseinandersetzung mit der Bundesregierung heute zweitrangig. In Thüringen macht Friedrich Merz klar, was für die CDU und ihren Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl auf dem Spiel steht. Diese Wahl wird stattfinden zwischen Mario Vogt und einem Herrn Höcke. Nicht nur Deutschland, nicht nur Thüringen, ganz Europa schaut an diesem 1. September hier auf dieses Land. Dieser Herr Höcke spricht nur 11 Autominuten von Herrn Merz entfernt und scheint die Auseinandersetzung nicht wirklich zu fürchten. Höcke sieht eine Verschwörung zwischen Altparteien und Altmedien. Und er droht, gar nicht subtil, in Höcke-Manier. Lassen wir den politischen Gegner ja nicht über die Klinge springen, so ist das nicht gemeint heute, sondern ich meine natürlich rein humoristisch aufgefasst über die Klinge springen. Auch in Brandenburg wird in diesem Jahr gewählt. Und FDP-Chef Christian Lindner macht sich Sorgen um das politische Klima im Land. Weil auch er zurzeit im Feuer steht, erklärt Lindner seinem Publikum nochmal seine Rolle als Finanzminister. Da alle anderen Parteien sich exklusiv darauf konzentrieren, wie kann das Geld und mehr ausgegeben werden, muss es eine politische Kraft geben, die an diejenigen erinnert, die das alles bezahlen müssen. Die richtigen Schlagworte garantieren größte Aufmerksamkeit. Darum geht es heute auch bei einer frisch gegründeten Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kritisiert in Person ihrer Vorsitzenden die Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Krieg hätte längst beendet werden können. Es wurde sich ja empört, dass ich gesagt hatte, wir haben die dümmste Regierung in Europa. Aber ich glaube, inzwischen muss man das sogar noch eigentlich ergänzen. Wir haben auch die gefährlichste Regierung in Europa. Der politische Aschermittwoch 2024 erspiegelt die Stimmung in Deutschland wieder, ziemlich nah am Siedepunkt. Derweil ist Bundesaußenministerin Baerbock wieder nach Israel gereist. Zum 5. Mal schon seit dem Terrorangriff der Hamas und dem Beginn des Gazakriegs. Ob sie mit ihrer Kritik an der angekündigten israelischen Offensive in Rafah Gehör findet, ist eine der Fragen, die ich der Ministerin vorhin gestellt habe. Zu den neuen Entwicklungen des Tages gehört, dass Palästinenser-Präsident Abbas an die Hamas appelliert hat, israelische Geiseln freizulassen, um weiteres Leid von der palästinensischen Bevölkerung abzuwenden. Ob sich die Hamas-Führung davon beeindrucken lässt, steht dahin. Mit der Partei von Abbas sind sie eh verfeindet. Und dass sie Rücksicht auf die Zivilbevölkerung in Gaza nehmen, wäre auch neu. Hinzu kommt, dass die Hisbollah vom Libanon aus immer stärker in diesem Krieg mitmischt. Damit beginnt Michael Beverunge seinen Bericht. Raketeneinschläge bei Safed im Norden von Israel. Die Hisbollah hat den Beschuss Israels aus dem Libanon in den letzten 24 Stunden intensiviert. Es gibt Tote und Verletzte auf israelischer Seite. Israels Luftwaffe antwortet mit heftigem Bombardement auf Stellungen im Südlibanon. Auch dort werden Menschen getötet und verletzt. Die Hisbollah zündelt. In der verqueren Logik der Islamisten ist der Angriffskrieg gegen Israel ein gerechter Akt der Solidarität. Wir kämpfen im Süden des Libanon, unsere Augen auf Gaza gerichtet. Wenn die Aggression dort stoppt, wenn das Schießen in Gaza endet, dann werden auch wir das Schießen im Süden des Libanons beenden. Doch auch in Gaza gehen die Kämpfe weiter. Aber während Hamas-Kämpfer und Zivilisten oben sterben, lebt die Hamas-Führung unten in den Tunneln in durchaus erträglichen Bedingungen. Diese Bilder sollen die Privatgemächer von Hamas-Chef Yahya Sinwar zeigen. Dem scheint es an nichts gemangelt zu haben, jedenfalls nicht an größeren Mengen Bargeld. Ein Video vom Oktober soll ihn zusammen mit seiner Familie zeigen. Sinwar auf der Flucht, isoliert, das sollen die Bilder suggerieren. Auch Israel versteht sich auf psychologische Kriegsführung. Während das Volk von Gaza an der Oberseite leidet, verbirgt sich Sinwar in Tunneln im Untergrund unter ihnen und läuft weg wie der Feigling, der er eben ist.
Währenddessen bereiten sich Hunderttausende in Rafah auf die erneute Flucht vor. Dort soll die letzte große Schlacht dieses Krieges stattfinden. Doch niemand sagt den Menschen, wohin sie sich wenden sollen. In dieser Situation reist die deutsche Außenministerin zum wiederholten Male nach Israel und versucht abermals etwas auszurichten, wo so wenig auszurichten ist. Und die Außenministerin ist uns aus Jerusalem zugeschaltet. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Sie haben ja sehr vor dieser großen Offensive in Rafah gewarnt, vor dem Leid, das das für die palästinensische Bevölkerung mit sich führen wird. Aber Netanyahu hat ja ganz klar gesagt, es wird diesen großen Militärschlag geben. Also viel Gehör finden Sie da anscheinend nicht bei der israelischen Regierung? Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass man wirklich vertrauensvoll hinter verschlossenen Türen spricht. Es ist vollkommen klar, auch angesichts dessen, dass es heute Morgen hier wieder einen Raketenangriff gegeben hat von der Hisbollah, wo auch eine Person ums Leben gekommen ist in Israel, dass sich Israel gegen diesen Terror verteidigen muss. Und zugleich ist für uns zentral im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Und deswegen habe ich hier noch mal wiederholt, die Menschen, 1 Million, die können sich nicht einfach in Luft auflösen, sondern es braucht Schutzkorridore, es braucht sichere Orte, wo all diese Menschen Zuflucht finden können, nachdem sie auf Aufforderung der israelischen Armee den Norden Gazas verlassen haben. Und darüber haben wir heute intensiv gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass hier auch genau das mit vorbereitet wird, dass man im Rahmen des humanitären Völkerrechts agiert. Netanyahu sagt, es wird diesen schweren Angriff geben, sobald die Zivilbevölkerung abgezogen ist. Aber ich meine, Sie sagten es ja eben selber, wo soll die denn hinziehen? Die Ägypter halten ihren Zaun ja auch zu. Also wohin mit den Leuten? Genau das habe ich hier vor Ort deutlich gemacht, in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass der Schutz der Zivilbevölkerung essentiell ist. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und daher ist es wichtig, dass wir gemeinsam als internationale Gemeinschaft, gemeinsam mit den Israelis Schutzkorridore schaffen. Und der einfachste Schutz wäre jetzt eine humanitäre Feuerpause. Dafür liegt ein Vorschlag von Katar und Ägypten auf dem Tisch. In dieser Zeit können dann endlich alle Geiseln befreit werden. Zugleich kann humanitäre Hilfe hineinkommen. Die Menschen können in Sicherheit kommen. Deswegen ist das Allerwichtigste, diese humanitäre Feuerpause jetzt endlich auf den Weg zu bringen. Und dafür muss Hamas bereit sein. Und das Gute ist, dass Abbas sich heute dazu auch aufgerufen hat, an die Hamas genau diese humanitäre Feuerpause jetzt einzugehen. Fragt sich nur, ob die Hamas sich nun ausgerechnet von Abbas und der verfeindeten Fatah irgendwas sagen lässt. Und zum zynischen Spiel dieses Terrorismus gehört es ja auch, eben die Geiseln als Faustpfand zu haben. Also haben Sie da irgendwelche Hoffnung, dass die Hamas nun plötzlich sagt, oh ja, stimmt, wir lassen jetzt mal diese armen Menschen alle frei und vielleicht legen wir auch die Waffen nieder und dann wird alles gut? Der Weg ist steinig, aber deswegen zählt umso mehr jeder Schritt, den wir gemeinsam gehen. Und wir haben mit Blick auf die letzte Feuerpause gesehen, dass dadurch 100 Menschen befreit werden konnten. Auch da schien es erst aussichtslos, aber wir haben nicht aufgegeben und diese Feuerpause gemeinsam erreicht. Und deswegen ist der Druck von allen Seiten jetzt so wichtig, gerade auch aus der arabischen Welt, auf die Hamas, damit es erneut eine Feuerpause gibt, damit die über 100 Menschen, die immer noch in Geiselhaft sind, dass die mit endlich rauskommen können und zugleich die humanitäre Katastrophe, die es in Gaza derzeit ja gibt, weil es an Medikamenten fehlt, an Lebensmitteln, an Wasser fehlt, dass diese humanitäre Katastrophe eingedämmt werden kann. Da wird Ihnen wahrscheinlich die israelische Seite, also ich war natürlich nicht dabei, aber ich vermute es, dass Ihnen die israelische Seite dann sagt, diese Feuerpausen nutzen eigentlich nur der Hamas, die sich dann neu aufstellt und die dort, wo Schutzzonen errichtet werden, sich natürlich auch unter die Leute mischt. Und wenn wir die Hamas vernichten wollen, und das will Israel, dann bringen uns solche Feuerpausen nichts. Was antworten Sie dann darauf? Aber die israelische Delegation hat sich ja genau an den Gesprächen jetzt beteiligt. Die Hamas hat Forderungen gestellt, die out of jeder Reichweite sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Druck weiter erhöht wird. Und zugleich, und das ist auch zentral, haben wir gesehen, dass im Norden, als sich die israelische Armee zurückgezogen hat, ja, sich wieder Hamas-Kämpfer neu formiert haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Blick auf die Situation der Hamas,
den Druck auch auf arabische Länder erhöhen. Die Hamas muss ihre Waffen niederlegen. Auch das wird nicht morgen sofort passieren. Aber es ist vollkommen klar, es darf nie wieder diese terroristische Gewalt von Gaza auf Israel ausgehen. Das ist eine Verantwortung von uns alle und an der arbeiten wir Tag für Tag. Eine Sorge ist auch, dass die Gewalt aufs Westjordanland überspringt. Und da spielen ja nun militante israelische Siedler auch keine gute Rolle. Großbritannien, Frankreich jetzt zuletzt und die USA haben Sanktionen bereits gegen militante Siedler verhängt. Denkt Deutschland darüber auch nach? Ja, wir denken nicht nur drüber nach, sondern bei meinem letzten Besuch, der ja vor ein paar Wochen war, war ich im Westjordanland, habe mit Palästinensern gesprochen, die von radikalen Siedlern so bedrängt worden sind, dass sie nicht mehr nur zu ihren Feldern nicht mehr können, sondern dass sie ihr eigenes Zuhause aufgehen mussten. Während ich da war, kreiste eine Drohne über unser aller Kopf, wo wir sogar selber erfahren mussten, was diese Einschüchterungsversuche bedeuten. Natürlich für die Menschen vor Ort nochmal in ganz anderer Dimension. Deswegen haben wir auch von deutscher Seite auf europäischer Ebene genau das angestoßen. Gegen radikale Siedler solche Sanktionen, wie es die Amerikaner auch machen, auf den Weg zu bringen. Es gibt hier auch etliche Akteure in Israel, die genau das auf Schärfste verurteilen. Auch zum Beispiel Benny Gantz im Kriegskabinett. Und in der Europäischen Union ist jetzt der weitere Schritt, dass wir das gemeinsam als EU-27 beschließen. Dankeschön, Frau Baerbock, für das Gespräch. Danke ebenso. Das Interview haben wir vor einer Stunde geführt. Zu der verzweifelten Lage der Geflüchteten in Rafah finden Sie bei uns auch Online-Hintergründe auf ZDF heute. Und dann schauen wir auf den anderen Krieg, der die Welt in Atem hält und in dem die angegriffene Ukraine kaum wird bestehen können, wenn die USA als Unterstützer ausfallen. Und mit dem Thema beginnen jetzt bei dir die Nachrichten. Ja, dort in den USA geht das politische Tauziehen um ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine weiter. Auch nachdem Präsident Biden die Republikaner zur Zustimmung im Repräsentantenhaus aufgefordert hat, weigert sich deren Mehrheitsführer Johnson, eine Abstimmung überhaupt zuzulassen. Die ukrainische Armee meldet, dass sie ein russisches Kriegsschiff vor der Halbinsel Krim zerstört hat. Die Streitkräfte hätten das Schiff der russischen Schwarzmeerflotte mit Drohnen attackiert und versenkt, teilte das Militär mit. Diese Bilder sollen das zeigen. Von russischer Seite gibt es bislang keine Stellungnahme. Russlands Präsident Putin hat ein Gesetz abgesegnet zur Beschlagnahmung des Eigentums von Kriegsgegnern und Staatsfeinden. Demnach werde Besitz eingezogen, der durch die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die Armee oder Aufrufe zur Gefährdung der nationalen Sicherheit erworben worden ist. Nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland mehrfach die Gesetze verschärft, um Kritik zu unterbinden. In den USA ist es nach dem Super Bowl bei der Siegesfeier der Kansas City Chiefs zu einer Schießerei gekommen. Mehrere Personen wurden dabei laut Polizei getroffen. Zwei bewaffnete Personen seien festgenommen worden. Das Gelände der Veranstaltung wurde evakuiert. Mehr ist im Moment nicht bekannt, auch nicht, ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung steht. Nach der Präsidentenwahl in Indonesien wird ersten Auszählungen zufolge Verteidigungsminister Prabowo Subianto das Amt übernehmen. Bereits im Vorfeld der Wahl galt er als klarer Favorit und am Abend erklärte sich Prabowo nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse selbst zum Sieger. Offizielle Endergebnisse soll es Ende März geben. Kritiker werfen dem Ex-General unter anderem frühere Menschenrechtsverletzungen vor. Nach einem Erdrutsch an einer Goldmine im Osten der Türkei suchen Rettungskräfte weiter nach 9 verschütteten Bergleuten. Laut den Behörden sind die Arbeiter vermutlich in Autos und einem Container verschüttet worden. Die Suche mit Metalldetektoren blieb bislang ohne Erfolg. Die Ursache für den Erdrutsch ist noch unklar. In dieser Woche wird gleich an mehreren Orten über die großen Fragen unserer Zeit verhandelt. Wie verlässlich ist Amerika noch? Wie sorgen die Europäer für ihre eigene Sicherheit? Und wie wäre es um diese Sicherheit bestellt, wenn die Ukraine der russischen Invasion nicht mehr standhalten kann? Darum wird es bei der Münchner Sicherheitskonferenz ab Freitag gehen. Darüber sprechen in Brüssel heute und morgen die NATO-Verteidigungsminister. Florian Neuhand berichtet. Nein, noch ist dieser Mann nicht zurück im Kreis der NATO.
also nicht offiziell als Präsident, aber als Bedrohung schon. Donald Trump, der Mann, der Russland ermutigen würde, säumige NATO-Länder anzugreifen, der heute jede Debatte bestimmt und der den NATO-Generalsekretär erneut zur scharfen Reaktion zwingt. Jede Aussage, dass wir nicht füreinander einstehen, uns nicht gegenseitig schützen, untergräbt die Sicherheit von uns allen. Aber Stoltenberg hat heute nicht nur Kritik mit dabei, sondern auch ein Argument, neue Zahlen. 2014 in Wales hatten die NATO-Spitzen beschlossen, die Verteidigungsausgaben in Richtung 2% der Wirtschaftsleistung zu steigern. Von allen NATO-Staaten erfüllten damals nur 3 das Ziel. Über die Jahre kamen immer wieder ein paar dazu. 2023 aber waren es bloß 11 von 31. In diesem Jahr 18. Zum ersten Mal die Mehrheit der NATO-Staaten, erstmals seit 3 Jahrzehnten auch mit dabei, Deutschland. Wir machen hier echten Fortschritt. Europäische NATO-Staaten geben mehr aus. Doch reicht das? Was, wenn Trump zurückkehrt, Europa nicht mehr auf den Schutz durch US-Atomwaffen vertrauen kann? Aufgeschreckt wünscht sich mancher dieser Tage auch für Europa, für Deutschland eigene Atomwaffen. Der deutsche Verteidigungsminister versucht, die Diskussion zu bremsen, bevor sie an Fahrt gewinnt. Schönen guten Morgen. Die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Ohnehin soll es heute in Brüssel ja eigentlich um anderes gehen: Waffen für die Ukraine. Vor allem bei der Munition wird der Engpass immer dramatischer. Europa und die USA können schon mit ihren zugesagten Lieferungen den Bedarf nicht decken, nicht einmal für minimale Verteidigung. Wenn so ein Zustand über einen langen Zeitraum hält, dann sind größere Einbrüche und Durchbrüche auch nicht zu vermeiden. Das heißt, Russland würde mehr Geländegewinn in der Ukraine machen, mehr Territorium erobern und die ukrainische Front immer weiter zurückdrängen. Krisentreffen also der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Der US-Verteidigungsminister wegen Krankheit zu Hause lässt sich per Video zuschalten, weil ihm diese Botschaft offenbar wichtig ist. Der Kreml setzt darauf, dass wir das Interesse an der Ukraine verlieren und unsere Unterstützung erlischt. Aber da täuscht er sich. Die USA stehen nach wie vor fest an der Seite der Ukraine. Was zu beweisen wäre. Noch ist das aktuelle Militärpaket nicht komplett durch den US-Kongress und die Chancen stehen offenbar nicht gut. Die mögliche Rückkehr von Donald Trump wirft ihren Schatten voraus und belastet schon jetzt den Zusammenhalt der NATO. Tja, da fragen wir doch noch mal nach bei unserem Korrespondenten Florian Neuhan. Florian, diese Atomdiskussion, die da jetzt hochkommt, da hat man doch sehr stark den Eindruck, dass man die bei der NATO am liebsten ganz schnell wieder austreten würde. In der Tat, ich habe heute auch keinen getroffen, der das richtig für sinnvoll hält. Da sind zum einen die ganz praktischen Probleme bei solchen Atombomben, die man nicht einfach im Netz bestellen kann. Das bräuchte eine komplizierte Logistik, eine komplizierte Beschaffung, eine ganze Infrastruktur. Und das würde sicherlich mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Und dann natürlich auch politische Probleme. Wenn etwa die EU eine eigene Atombombe bekommen soll, die nicht mal eine echte Regierung hat, wer würde dann den berühmten roten Knopf drücken? Die Kommissionspräsidentin oder bräuchte es einen Sondergipfel mit allen 27 Staats- und Regierungschefs, Nachtsitzung inklusive? Das ist also alles nicht so einfach. Ja, und so hat der NATO-Generalsekretär heute versucht, durch die Blume diesen Vorschlag wirklich totzureden. Er sagte, das gäbe doch eine funktionierende atomare Abschreckung mit den 3 Atommächten USA, Großbritannien und Frankreich. Und man solle nichts sagen, nichts tun, um diese atomare Abschreckung zu untergraben. Und noch deutlicher war ja dann, wir haben es gerade gehört, die Ablehnung durch den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ich würde das Ganze also unter den Beginn auch des Europawahlkampfes einordnen. Und ich glaube, es wäre vielleicht doch sinnvoller, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man kurzfristiger umsetzen könnte. Und das wäre vor allem eine weitere Stärkung der konventionellen Streitkräfte in Europa, also der Armeen, unter anderem auch der deutschen Bundeswehr. Eine Einordnung aus Brüssel. Dankeschön, Florian. Und mit dem Blick auf die deutsche Wirtschaft geht es bei dir jetzt weiter und der ist nicht erfreulich. Ja, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute Berichte bestätigt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose deutlich senkt und nannte das dramatisch schlecht. Fragen wir nach bei Sina Meinitz an der Börse, was heißt das genau?
Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte ja auch, so können wir nicht weitermachen. Und das ist bei diesen Zahlen auch wenig verwunderlich. Denn die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigiert. Ist sie im Herbst noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,3% für dieses Jahr ausgegangen, rechnet sie aktuell nur noch mit einem Plus von 0,2%. Die Stimmung der Verbraucher hat sich zuletzt wieder eingetrübt und dieser erhoffte Frühjahrsaufschwung lässt auf sich warten. Sowohl Wirtschaftsminister Habeck als auch Finanzminister Lindner hatten vor kurzem den Standort Deutschland als nicht mehr wettbewerbsfähig angesehen. Und woran liegt diese schwache Wirtschaftsentwicklung? Ja, vor allem hohe Energiepreise machen der Industrie zu schaffen. Die Inflation lässt die Konsumlaune der Verbraucher sinken. Und im Kampf gegen hohe Preise hat die Europäische Zentralbank ja mehrfach die Zinsen erhöht. Doch diese hohen Zinsen verteuern eben auch Kredite und erschweren somit Investitionen für Unternehmer. Hinzu kommt eine schwächere Auslandsnachfrage, vor allem in China. Und dann hat Deutschland im internationalen Vergleich nicht nur hohe Steuern, sondern auch ein hohes Lohnniveau. Zu guter Letzt gelten bei Unternehmern auch die hohen bürokratischen Hürden als Investitionsbremse und Innovationsbremse. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in diesem Jahr macht am Ende aber ein bisschen Mut und Hoffnung. Sina Meinitz, vielen Dank. DFB-Pokal-Halbfinalist Kaiserslautern wechselt den Trainer. Friedhelm Funkel übernimmt von Dimitrios Kramotsis. Dunk Funkels Ziel, der Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga angesichts von Tabellenplatz 16. Im DFB-Pokal der Frauen fiel heute die Entscheidung über den letzten noch offenen Platz im Viertelfinale. Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihn sich geholt mit einem 6:0 am Abend im Achtelfinalspiel bei Kickers Offenbach. Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Mesto hat Benedikt Doll Bronze im Einzel über 20 Kilometer gewonnen. Wieder mal nicht zu schlagen waren die Brüder Bö aus Norwegen. Gemeinsam ist die Freude dann doch gleich noch mal viel größer. Auch den deutschen Männern gelingt also der Befreiungsschlag. Benedikt Doll holt Bronze mit nur einem Schießfehler und einer wirklich bemerkenswerten Laufleistung. Heute hat einfach alles zusammengepasst und ich bin wirklich unfassbar glücklich, dass ich mir das selbst jetzt noch mal beweisen konnte. Ansonsten gehen die Norweger Festspiele in Nové Mesto weiter. Und erst mal wieder der König der Biathleten, Johannes Tinnis Bø. Nach zweimal Silber und Gold in der Verfolgung gewinnt der 30-Jährige nun also auch den Einzelwettbewerb. Knapp eine Minute dahinter sein älterer Bruder Tarje Bø. Auf Platz 3 dann Benedikt Doll, eine der ersten Gratulantinnen, übrigens die Silbermedaillengewinnerin von gestern, Janina Hettich-Walz. Und noch die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 17, 34, 35, 43, 46, 48. Die Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's mit dem Auslandsjournal weiter. Heute unter anderem mit einer Reportage aus Argentinien, wo der neue Präsident Milei das Land ja komplett umbauen will. Und um 0.45 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Und hier im Heute-Journal erwarten Sie morgen Anne Gellinek und Gundula Gause. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Einige Flüsse in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen führen Hochwasser. Die ersten Störche sind zurück und die Vögel fangen an zu zwitschern. Das könnte der mildeste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland werden. Und jetzt wird es noch mal richtig mild. Das sehen Sie hier an der Temperaturentwicklung. Denn aus Südwesteuropa kommt die gelbe, die orange Farbe zu uns. Und dass es so mild wird, merken wir auch bei den Nachttemperaturen. Denn die sinken zum Teil nicht unter 11 bis 8 Grad. Kühler wird es am Alpenrand mit 3 bis 1 Grad. Im Südwesten ist die kommende Nacht meist trocken, sonst fällt häufig Regen. Und morgen regnet es besonders in der Nordwesthälfte weiter. Sonst wird das ein ganz freundlicher Donnerstag, besonders zwischen dem Allgäu und dem Oberrhein. Astronomisch möglich sind derzeit so 10 Sonnenstunden. Und für 6 bis 7 Sonnenstunden sollte das im Südwesten morgen reichen. Und auch wenn es am Niederrhein kaum 2 Sonnenstunden sind, wird es dort mit 17 Grad ähnlich mild wie
wie am Oberrhein. Deutlich kälter ist es eigentlich nur unter den Regenwolken an der Ostsee bei 9 Grad. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob es so frühlingshaft denn weitergeht zum Wochenende, wie Sie sehen, ist das nicht der Fall. Von Nordwesten wird es doch wieder kühler. Und das macht sich dann natürlich auch bei unseren Temperaturen bemerkbar. Bevor der Regen kommt, wird es am Freitag in Sachsen noch mal für 18 Grad reichen. Am Wochenende sind das dann nur noch 7 bis 12 Grad. Guten Abend.